Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Angels of Death 493. Im letzten Teil haben wir die vierte Episode begonnen. Und ja, was ist der Stand der Dinge? Der Danny hat sich mit der Rachel eingeschlossen und will, dass sich der Zack hier auf der Ebene umschaut, um mehr über die Rachel zu erfahren. Ich bin jetzt rumgestolpert und nachdem ich eine sehr scharfe Pizza gegessen habe, also das, ich habe den Zack eine sehr scharfe Pizza essen lassen, hat er den Tisch zerlegt und hier ist das hier aufgetaucht. Was ist denn das? Da. Ist das ein Basement oder something? Sieht aus wie eine Glastür. Es geht also noch weiter runter. Das war ein freaking Batsch. I can push, pull, or hit, or kick it all I want, but it won't get me anywhere. Huh? It's locked? I gotta search for a key? What a pain in the ass. Okay, also ich brauche einen Schlüssel. Nun weiß ich aber zumindest, ich muss nach einem Schlüssel Ausschau halten. Oh, was glitzert hier denn auf einmal? Hey, something's inside. Oh man, stick your hand inside. Aber zieh den Handschuh an. Das ist jetzt aber schon wieder zu einfach. Ich meine, vorher hat man in keinen Glitzern gesehen. Ach, shit. Naja, du hast selbst gesagt, da ist kein Wasser, also... Gross. Ich hoffe, da sind keine Fäkalien oder so drin. Acquired Key. Gross. Sagt der Typ, der Leute aufschlitzt. You're kidding me. A key. What kind of dipshit would put a key somewhere like this? Dipshit. Solche Slangwörter, würde ich mal sagen, habe ich schon mal bei Overwatch vom Junkrat gehört. Also im Englischen heißt das, Zack ist australischer Herkunft oder so, oder keine Ahnung. Vielleicht rede ich da mir wieder zu viel ein. Mans, gotta wash him. Okay, okay, aber hier ist kein Wasser, oder? Murky water, igidigidigid. It looks like the water's been shut off. The only water is what's here, huh? It's dirty. But better than washing him in the shitter, I guess. Hoffentlich ist da keine Säure drin. Hä? What the? Ow! Something bit me? What the hell was it? Ist ein Piranha drin oder was? What's this? Fish? Come on now! The tiny fish, they sure got some razor sharp teeth. And that attitude. Yup, das sind Piranhas. Looks like these little fishies doesn't know their place in the food chain. Do I look like food? Look at man's. They're dripping with blood. Well, I guess blood's an improvement over that other shit. Naja, das ist jetzt mit der Wunde konnte sich das entzünden. Man, these fish sure got some hateful looking faces. Naja, dann hast du dir sicher Freude bereitet, sie aufzuschlitzen, oder? Gut, ich hab den Schlüssel. Ab geht's in den Keller, wo immer die schönen Sachen passieren. Aber ich dachte, wir waren schon im Keller. Wir sind also vom Keller im obersten Geschoss. Oder vom Keller. Can I open the door with the key I found early in the bathroom? Use the key? I'd rather not touch this key. But looks like I got no other options. Klick, du. It opened. This leads downstairs, huh? Kommen wir auch wieder hoch? Goes downstairs. Naja. Besser, was anderes können wir nicht tun, oder? Oh je. Here we go with another weird place. Ja, und diesmal erstmal vorab sprechen, oder? No, it's a basement. Everything's so damn complex. What the heck can I find out about her here anyway? Naja. Wir werden es nur herausfinden, wenn wir es probieren, Zack. Entschuldigung, das ist ein Reflex. Wenn bei Videospielen ich höre was. Bruder! Bruder der Nacht, heul mit mir. Man, it reeks of animals. Something's in there. You sense the presence of animals on the other side of the door. Okay.
Oh oh. Boah, shit. Those are some monster mutts. What's there with this place? Brave doggies? Are you hungry? You're dirty and covered in drool. Back off. I'll beat your asses if you bite me. Don't like taking a beating, eh? You're good as dead, you filthy mongrels. Soll ich jetzt kämpfen? If bitten. That hurts, you bastard. Ow! Don't fucking bite me! Erst Piranhas, jetzt Hunde. Hey, get out of the way, you dumb mutts. Ready for another round, huh? Bring it. Oh nein, nicht die Doggies. Ach du liebes bisschen. Na gut, es war Selbstverteidigung. Sie haben ihn angegriffen. Hätte sie unbedingt töten müssen? Ich meine, so wie er sie beschrieben hat, waren sie wahrscheinlich fast verhungert. Sie hätten wahrscheinlich alles getan, um ein bisschen Fleisch zu bekommen. Also jeder, der jetzt sagen würde, oh, das war jetzt aber wirklich sowas von unter aller Sau vom Sack, hättet ihr euch fressen lassen wollen? Oh man. Stupid pooches. Waste my time. Lass those bites hurt like a bitch. Like a bitch. Eine räudige, eine Hündin. Oh, das Wortspiel. Unbeabsichtigt. Keine Ahnung, was es gerade sollte. Who uses a dog anyway? The guy on this floor definitely has a screw loose. Stimmt, wer ist eigentlich der Meister auf dieser Ebene? Wir haben ihn noch nicht getroffen. This floor is the very essence of Ray. Or so he said. What in the hell is any of this supposed to tell me about Ray? Und warum ihre Essenz? Heißt es irgendwie, die Person, die sich hier auf der Ebene befindet, hat noch mehr einen Knacks für sie übrig wie der Eddie? Oder was? Ich weiß nicht, was ich mir da... Genauso wie der Zack muss ich gerade mir auch alles hier zusammensuchen, was es zu bedeuten hat. There's something up ahead. This thing's in the way. Boom. Boom, chakalaka. Was ist das hier? Doll parts lie on the floor. Puppen? Das ist ein Spielzeugzimmer. Hä? It's a mountain of tacky junk. Achso, ich kann mich bewegen, gut. It's a broken doll. Doll parts lie on the floor. Was haben wir hier in der Kiste? This is locked too, huh? How do I open it? Zerschlag's! Damn it. I'm all out of ideas. Even if I try to learn more about her, my head can't keep up. The box won't open. And this room makes no freaking sense. Man, this place is more fucked up than my room. It wouldn't hurt to clean up every now and then. Das aus dem Mund von Zack zu hören, das ist schon lustig. Damn. Guess there's no choice but to look somewhere else. I gotta get back to that room and do something about that eyeball freak before Ray wakes up. Oh. Hat er gerade was Klick gemacht? I stepped on something again. Shit. Another trap? Was? Wie? Wer? Wo? Was? Was? What the? For fuck's sake! What kind of house is this? This guy in charge of this floor needs his head examined. Oh, wie ich fall. Er fällt. Crap. One more move and the wood will give away. If I fall, then I'd probably be a goner. Damn it! Ist das Danny? You would do well to be more wary, Zack.
Das ist Gray? Was macht denn der hier? Also, I expected something like this would happen. Expected? Expect my knife in your belly. What are you doing here? Moment, will er uns jetzt etwa helfen? Wieso das jetzt auf einmal? Wollte er die Ray nicht verurteilen, weil er denkt, sie ist eine Hexe? Oder was? Where did you save me? Come now, what fun would it be if your story were to end here? That girl who paid no mind to my warning and threatened me with a knife. Rachel Gardner is with Danny, I presume. You were on a quest to take her back, were you not? So what? What do you want from me? Jetzt, wo ich eine andere Stimme habe, kann ich auch viel besser die von Zack nochmal treffen. Zack, could it be that you have learned to feel emotions through all of this? Ah ja, das habe ich mir auch schon gedacht. What's so fucking funny? Quit smiling. Wipes that smug look off your face. Ah, forgive me. I didn't intend reducing you. Er wollte sich nicht über ihn lustig machen. Then what the hell did you intend? I was merely intrigued as to what came over you. Huh? What do I mean, came over you? Why is everyone here so damn cryptic? And you're the biggest question mark of them all! Now what the hell do you mean? Very well, Zack. It appears sophisticated matters are not your strong suit. Allow me to explain. Ah, jetzt kommt die Erklärung. Ever since childhood, I have observed those devoted to God. Seit der Kindheit hat er die beobachtet, die sich Gott hingeben. Some were beauteous, whilst others were blind and ugly. Andere waren schön, andere waren hässlich. Kann er das beurteilen? Naja. At times, people would exploit God as an instrument to condemn non-believers. Manche würden Gott als Instrument ausnutzen, um Nichtgläubige zu verurteilen? Condemn? Naja. And then pretentiously flaunt God's imagery. Also irgendwie sich gegen die Vorstellung Gottes zu stellen? I suppose it always weighed on my mind. Ich glaube, ich lese erstmal alles, bevor ich es erkläre. What would God truly think if he saw those people? Or so I asked myself. Huh? What? Immer noch zu hoch für ihn, hä? Could you be civil and heed what I have to say? So earnest, you lack such consideration. Da wird jemand ungeduldig. Oh, give it a rest, will you? I told you to make it simple so I can get what you're talking about. Nothing you said makes any sense. Also der Gray hat sich darüber Gedanken gemacht, wie würde Gott diese Leute sehen und wie man einfach mit ihnen umgeht. Wie gesagt, meine Übersetzungsfähigkeiten sind auch nicht die allerbesten. Deshalb ist es auch für mich besser, Gray, wenn du es einfach hältst, damit ich es auch verstehen kann. Very well. In short, I wish to see things from the Lord's own eyes, by playing the role of God in this place. Ach, er wollte die Welt durch die Augen eines Gottes sehen, weshalb er sich entschieden hat, hier die Rolle des Gottes zu übernehmen. Aha. This building serves as a garden of sorts, to put my idea to the test. Dieses Gebäude ist ein Testgebiet im Grunde. Those placed on floor B7 are mere subjects to be monitored. An angelic intervention was required to test and exact justice on those brought here. Also die auf B7 wurden einfach nur überwacht und es wurden englischgleiche Personen oder so im Grunde gebraucht. Those who possess no opposition to bloodshed were dead.
Er braucht jemanden, der sich nicht davor scheut, ihr Blut zu vergießen. Danny, Eddie, Katie and you, Zack. Die Engel des Todes. Also, I suspected that you have qualities far removed from the others. Ihm fehlen Qualitäten? Hä? Ja, genau das auch. Hä? Was? You were exceedingly pure and nascent. Er war der Reine? Oder was? An unadulterated murderer. Which is precisely why I intended to bring you here as one of my angels. Nonetheless, you have broken the rules here, thus making a sacrifice, as you are attempting to leave this place. So you do wanna kill me, eh? I am still speaking. Do not misunderstand me. It appears that you, who only desire to leave this place, are attempting to take Rachel Gardner with you. Also weil er sich gegen die Regeln gestellt hat und den Platz verlassen will, sollte auch als Opfer da bieten. Zuvor hat er in ihm einen kindlichen Mörderer gesehen und deswegen hat er ihn hergeholt. Also dennoch, diese Motive von dem Cray, er wollte hier Gott spielen, um zu sehen, wie das ist. Pff, das ist aber auch ziemlich abstrus, oder? Therefore, I became curious as to why. So both of you have now become monitored subjects. Also sie wurden beide überwacht. Weil er sich dafür interessiert hat, weshalb er diese Beweggründe hatte, der Zack. It makes no fucking sense either way. Ah, that is perfectly fine with me. I do not think you are verbally capable of conveying your feelings anyway. Also er meint, er kann seine Gefühle nicht in Worte fassen. Besides, I am not done monitoring you yet. So we shall see what comes to pass. You say that you're watching everything? Seriously, Reverend? That was my original intent. So if that bothers you, I apologize. Der Cray hat also alles überwacht, was hier vorgefallen ist. Alles, was der Zack und die Ray gemacht hat. Einfach alles. Um zu testen, um zu sehen, wer sie sind, hä? What bullshit. What the hell is an apology gonna do for me? Oh, come to think of it. Solving the puzzle imposed by Danny may be somewhat beyond your abilities. Shall I lend you some assistance? Hm? Er wird uns wirklich helfen mit dem Rätsel? Hä? Seriously? Well, idling time away is also a dull act, you see. Should you find yourself at odds, then come hither for my counsel. Wenn wir Hilfe brauchen, sollen wir zu ihm kommen. Aha. In exchange for my help, however, I should like to keep watch over your actions. Also damit, wenn er uns helfen soll, sollen wir ihn uns weiter beobachten lassen. I wish to see how you intend to leave this place, what you are preparing to become, and who you really are. Fine. Oh, before that, Zack, answer me this. How did you feel when Rachel Gardner called you God? Damn it. It never ends with these people. It creeped me out. Is that so? Hey, do me a favor. Yes? Stop talking and riddles all the damn time. It's such a major pain in the ass to me. Every single one of you are just idiots to me. Is that so? Ach du liebes bisschen.
Also, Anstack Ray will uns jetzt also helfen, weil er uns weiter beobachten will, um zu sehen, was aus der Rachel und dem Zack wird. Ganz ehrlich, damit hätte ich jetzt nicht wirklich gerendet. Ich hätte eher gedacht, er hat versucht, uns, also zumindest die Rachel, zu verurteilen, sie hinzurichten. Und als es nicht geklappt hat, hält er sich lieber zurück. Aber nein, er ist ja der große Drahtzieher hinter diesem, in diesem Gebäude. Er ist der Gott. Und als Gott will er natürlich wissen, was in seiner Welt vor sich geht, hä? Okay, wenn wir also Hilfe brauchen, sollen wir ihn fragen. Gut. Ja, und das, meine Damen und Herren, werden wir in der nächsten Ausgabe von Angels of Death machen. Echt. Ich bin wirklich gespannt, was wir hier herauskriegen. Was ist das Geheimnis, was die Rachel unbedingt für sich behalten wollte? Egal, was es ist, sie ist der Meinung, dass der Zack anders von ihr denken würde. Oder meint sie nur, weil er ja die Meinung vertritt, weil er Lügner hasst. Aber wenn sie sich nicht daran erinnern konnte, hat sie dann wirklich gelogen oder konnte sie es einfach nicht sagen? Aber um was geht es? Und wer ist hier der Floormaster? Kann er uns vielleicht weiterhelfen? Was weiß ich. Gut. Also meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Angels of Death gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.